Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe schon mal gespeichert, dass wir dieses komische, lackhafte Schloss knacken hier. Das war wohl nichts. Geht. Mann. Zu einfach. Zu einfach. Ja, ob sich es dafür jetzt gelohnt hat, ne? können wir darüber streiten. Ich glaube, die jetzt hier drin waren tatsächlich. Komm, wir achten mal hier so eine Level-Kette, würde ich sagen sogar. So nett bin ich jetzt mal. Wo war das denn? Werkzeuge, da, Knesenfackel. Ja gut, ich habe nicht gesagt, dass es was bringt, aber... können wir da abschalten. Beep, beep. Na gut. Waren das jetzt nicht alle Konverter sogar, würde ich jetzt behaupten. Also ich würde es halt behaupten, nicht versprechen. Oh. Schön, dass sie auch mitgeholfen haben. Was liegt hier? Also Goldbrocken. Cleanbot. Dann nicht hier? Ah ne, stimmt, die Plattform war auf der anderen Seite. Mit dem bisschen Skill. So. Sieht alles nett aus. Vor allem die Waffe, die da liegt, der Erlöser. Das ist so eine spezielle. Schade. Lass mal gucken. Der Erlöser. Oh ne, ich könnte sie sogar tragen. Ne, da nicht. Schaden. Steht nochmal der Schaden von der Waffe. Da ist 27, 35, 40. So. Dann haben wir jetzt unsere nächsten Begleiter. Die Blechbüchse. Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Naja, deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse, Steuerung, kalibriert. Jawohl, Sir. Sehr gut. Es funktioniert.
Falls wir uns trennen, treffen wir uns in Nedan in den Ruinen vor Goliath. Hier sind die Koordinaten. Daten hinzugefügt. Positiv. Commander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. Tja, Kleiner, da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Commander. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. Austausch möglich. Alle U-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Chronio 3 noch. Sich. M3. Okay, dann haben wir den auch hier fertig, die Scheiße hier. Vieles Chaos, kann ich da eigentlich irgendwas machen? Ich bin kein Alpen mehr, ich bin ein Abdrücker und werde gejagt. Okay. Wir haben zwei Quests, beide führen uns zu diesem letzten Konverter. Dann würde ich sagen, lass es machen. Das ist ja der letzte. Es gibt ja nur so 5-6 Stück. Na, ja, lass es machen. Auf geht's mit der Scheiße hier. So, wie jedes Stückchen Leben freue ich mich wie immer. Gefühlschaos. Man kennt's nicht. Ich erwarte jetzt auch gleich wieder einen neuen Flashback. Bei dem nächsten Converter. Nope. Warum ist es jetzt arschkalt? Das ist halt wieder das Problem. Waren wir denn nicht schon? Ich würde sagen, wir werden es sehen. We will see. Und ich wäre gerne den Zweihänder als meine Waffe halt haben. Sie macht ja immerhin auch gut Schaden. Ich habe gehört, wenn Alex 2 rauskommen. Da freue ich mich jetzt natürlich selbstverständlich. Ich kann mich erinnern, dass wir hier schon mal waren. Kann aber sein, dass wir Dormals, Alter. Kann sein, dass wir Dormals die Konverter nicht abschalten konnten. Ist genauso, wir müssen zum Eispalast. Und wenn wir nur in die Nähe von Eis kommen, frieren wir. Bin ich auch gespannt, wie wir das dann machen. Hallo. Wo ist der Eingang?
Ah, hier sind wir Separatisten. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Kleriker sind hochtechnisiert. Die Verwendung des reinen Elix ist fortschrittlich. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Was hast du noch zu berichten? Ich habe mich für die Stellung der Alps in Edan gekümmert. Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein, auch wenn es noch Jahre dauert. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. Sehr gut, aber das war doch noch nicht alles, oder? Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Was hast du gesehen? Ich hatte Visionen über meine Vergangenheit. Ich nehme an, sie konnten dir einiges über dein innerstes Selbst verdeutlichen. Die wenigsten davon. Sie warfen nur noch mehr Fragen auf. Anfangs ist es noch verwirrend. Bald wirst du lernen, sie richtig zu deuten. Was geschieht mit mir? Dein Körper wehrt sich gegen den Elix-Entzug. Lass ihn gewähren und beobachte ihn. Er wird wichtige Dinge zutage fördern. Er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Aha. Noch etwas? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Meine Moment scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Noch etwas? Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Flashbacks. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens unsere Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen.
So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst mein Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Jeder Elexitor verdient den Tod. Jeder Elexitor verdient den Tod. Nicht, wenn er noch von Nutzen sein kann. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Na, ja klar, und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Ja klar. Und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elexitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Pasus 2, Schlachtpläne. So gesehen, Kapitel 2. Aber schön hat er es gesagt. Muss ich ihn lassen. Da haben wir Attributpunkte. Geduld. Da. Das würde ich gerne als nächstes machen. Vorher würde ich hier gerne einmal die Schnellreise machen. Ich habe eine neue Eruptionsspur eines potenziellen Elex-Vorkommens ausmachen können. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Ein schlimmer Krieg gegen die Alps steht uns bevor. Wir werden uns gut vorbereiten müssen. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann, folge mir. Machen wir das halt zuerst. Dieses Mal muss es anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach. Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen.
Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar. Das schon. Aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Also halt mir die Viecher vom Hals, bis wir da sind. Ich verlasse mich auf dich, okay? Okay. Dann gehe ich schon mal vor. Ja, glaube ich, strategisch am besten. Schönes Gebiet hier. Unfassbar. Oh, beautiful that looks. Mist, ich weiß nicht, wo sie lang gehen möchte. Welche Richtung? Sie driftet in die Richtung ab. Ich habe halt keine Ahnung, wo sie lang gehen möchte. Muss ja halt erstmal warten. Geht's vielleicht noch langsamer? Wow, es wird lauter. Da oben muss etwas ziemlich Großes sein. Sei vorsichtig. Wo so viel Elex ist, sind auch meist ziemlich große Viecher. Okay. Ich will, dass ich da hochgehe. Ob ich das packe, ist natürlich irgendwas anderes. Lass mich kurz einmal speichern, zur Sicherheit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und somit.